Willkommen bei Schlesienjournal. Mitte Mai sind 33 Delegierte aus allen Mitgliedsorganisationen des Verbandes Deutscher Gesellschaften zu ihrer 50. Verbandsratssitzung zusammengekommen. Auf dem St. Annaberg wurde nicht nur über die Arbeit des vergangenen Jahres abgestimmt und Pläne für die kommenden Monate besprochen. Die Delegierten nahmen auch eine Reihe von Resolutionen an. Über insgesamt 6 dieser Dokumente haben die Delegierten auf dem St. Annaberg abgestimmt. Dazu gehört sowohl ein Aufruf zur aktiven Teilnahme an der Europawahl am 26. Mai, als auch eine Kritik an dem Niveau des Minderheitenschulwesens in Polen. 2 Resolutionen wurden auch geschichtlichen Themen gewidmet. Die eine galt dem 100. Jahrestag der sogenannten Schlesischen Aufstände, die andere dem 80. Jahrestag des Kriegsbeginns von 1939. Wobei hier die Deutschen in Polen eher auf das Kriegsende schauen. Mit dem haben wir solche Schwierigkeiten, dass gerade in damaligen Ostdeutschland war das für viele Menschen erst der Anfang der Grausamkeiten, die noch ein paar Jahre lang dauerten. Das ist auch ein Inhalt einer der Resolutionen. 2 andere Dokumente befassen sich mit der Wiederaufnahme der Gespräche des sogenannten deutsch-polnischen Runden Tisches, die unter anderem für die Deutschen in Polen konkrete Projekte bedeuten sollte, wie zum Beispiel das Dokumentationszentrum der Minderheit. Die deutsche Minderheit steht diesem Format nun kritisch gegenüber. Mit Skepsis betrachten wir die Informationen, weil die Ergebnisse der bisherigen Gespräche, die seit 3 oder 4 Jahren tatsächlich stillgelegt waren, aber die früheren Ergebnisse nicht zufriedenstellend sind. Deswegen auch dazu möchten wir uns äußern. Während der Verbandsratssitzung befassten sich die Delegierten aber auch mit internen Problemen. So haben sich unter anderem die Gesellschaften in Thorn und Landsberg aufgelöst. Die Organisation der Deutschen in Lodz dagegen ist aus den Reihen des VDG ausgetreten. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, die Bereitschaft, mit der Organisation zu reden, war nicht angenommen von der anderen Seite. Und das sind so schmerzhafte Situationen. Deswegen, ich werde nicht sagen, ich kann nicht betrachten oder einschätzen, wie schwer das ist. Aber das zeigt, dass hier oder da haben wir Schwächen und kritische Punkte, die wir natürlich jetzt für unsere Tätigkeit mitnehmen müssen. Neben Auflösungen und Austritten konnte sich der VDG aber auch über neue Mitglieder freuen. Eines davon ist die deutsche Minderheit in Gdyngen. Zawsze nam się ze Śląskiem układało z VDG. Nasza współpraca była ze wszechmiar pozytywna. Poza tym zależy nam na dobrej organizacji, na dobrej współpracy, bo tylko współpracując razem możemy coś osiągnąć. Daneben stand auch eine mögliche Entstehung eines Jugendkulturzentrums der deutschen Minderheit zur Diskussion. Konkrete Schritte dazu gibt es aber derzeit nicht. Die 50. Verbandsratssitzung stand aber auch unter dem Zeichen eines besonderen Jubiläums. Vor genau 25 Jahren unterzeichneten nämlich der Verband der Deutschen Gesellschaften und der Thüringer Landesverband des Bundes der Vertriebenen einen Partnerschaftsvertrag. Am Anfang dieser Zusammenarbeit hat der Landesverband die Deutschen in Polen vor allem beim Erlernen der Muttersprache unterstützt. Schon damals kamen in die Regionen Polens, wo die deutsche Minderheit lebte, Lehrer aus Deutschland. Nach Schlesien kam das Ehepaar Susanne und Peter Galwitz. Wir haben das Ehepaar auf dem St. Annaberg getroffen, wo das Jubiläum gefeiert wurde. Willkommen. Danke. Wie ist es passiert, dass Sie 1994 für ein Jahr nach Oberschlesien gekommen sind? Das ist so gekommen, ein Aufruf stand in unserer Tageszeitung, da haben wir gelesen, dass Deutschlehrer gesucht werden, hier in Oberschlesien. Und das hat uns sehr gereizt. Deshalb haben wir uns entschlossen, für ein Jahr hierher zu kommen, um den Schülern die deutsche Sprache wieder beizubringen. Da wir ja wussten, dass die deutsche Sprache einige Jahre nicht gestattet war und die Kinder in der Schule keinen Deutschunterricht hatten,
haben wir uns also kurz entschlossen und sind hierher gekommen für ein ganzes Jahr. Es hat uns großen Spaß gemacht. Welchen Aufgaben mussten Sie sich damals stellen? Also damals war das so, es gab keine Lehrbücher, es gab keine Lehrprogramme, es gab gar kein Unterrichtsmaterial, war gar nichts da. Wir standen vor einem Nichts. Und jetzt war die Aufgabe, aus dem Nichts etwas zu schaffen. Und deswegen haben wir nach dem Unterricht nachts gesessen und haben neue Unterrichtsmaterialien erstmal entwickelt. Und diese entwickelten Unterrichtsmaterialien, die haben wir dann nach Thüringen gegeben. Und in Thüringen, im BDV Thüringen, wurden die dann kopiert, gedruckt. Und wir haben dieses Material dann wieder nach Oberschlesien mitgebracht. Aber zu der damaligen Zeit gab es noch eine Grenze. Und die Grenzkontrollen waren sehr hart. An welchen Schulen haben Sie unterrichtet? Wir haben unterrichtet in den Orten Alt-Kosel, dann Birken, das polnische Wort kann ich leider schlecht aussprechen, und in Czergowice. Ja, genau. Ich habe in den Klassen 1 bis 4 unterrichtet, in der Unterstufe sozusagen. Und du hast ja... In den Klassen 5 bis 8 unterrichtet. Das war ja damals noch vor der Schulreform. Hm. Ja? Die oberschlesischen Deutschlehrer, die Sprache vermitteln sollten, für die war es ja noch schlechter. Die hatten ja nun absolut gar nichts. Und da kamen so täglich Anrufe, können Sie uns helfen? So, und da haben wir haben angefangen mit 10 oberschlesischen Deutschlehrern, die kamen nach Birawa oder nach Czergowice. Und dann haben wir abends uns mit denen zusammengesetzt und haben denen unsere Arbeitsmaterialien vorgestellt. Wir haben angefangen mit 10, es wurden 20. Und aus den 20 wurden 50. Und dann standen wir eines Tages vor der Frage, das geht nicht mehr so. Hier müsste man irgendwie eine Gruppe formulieren. Und so wurde 1996 die erste Arbeitsgemeinschaft der oberschlesischen Deutschpädagogen gegründet. Es gab damals noch keine Bildungsgesellschaft. Das war, man kann das also sagen, das war der Vorläufer von der Deutschen Bildungsgesellschaft, die sich dann erst später herausgebildet hat. Heute, nach 25 Jahren des Freundschaftsvertrages, worauf sind Sie besonders stolz? Eigentlich sind wir sehr stolz, dass unsere ehemaligen Schüler, bei denen wir unterrichtet haben, uns heute noch treffen und ihnen und uns erklären, was aus ihnen geworden ist. Es gibt einige Schüler, die sind in der Gemeinde Birawa tätig, im Gemeinderat mit. Und auch einige haben stolz berichtet, dass sie sehr gut Deutsch können und ab und zu mal nach Deutschland fahren. Sie können sich dort gut durchsetzen. Mit der Sprache haben sie keine Probleme und das macht uns eigentlich stolz. Mich macht besonders stolz, in einer Zeit hierher gekommen zu sein, wo man vor einem Nichts etwas entwickeln musste und am Ende mitgeholfen zu haben bei der Wiederbelebung der deutschen Sprache aus der Sicht des Freistaates Thüringen und der Bundesrepublik Deutschland. Denn wir zählten damals mit zu den ersten Helfern, die hier vor Ort tätig waren. Das ist das, was mir eigentlich besondere Freude gemacht hat. Danke für das Gespräch. Dankeschön. Und nun die Infos im Schlesien-Journal. Mit einem Konzert haben der Verband Deutscher Gesellschaften und der Thüringer Landesverband des Bundes der Vertriebenen das 25-jährige Partnerschaftsjubiläum gefeiert. Am 11. Mai haben Kinder aus Schulen, die der BDV Thüringen bis heute unterstützt, ihre Deutschsprachkenntnisse präsentiert. Die Oppelner Philharmoniker haben mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart und Josef Elsner dem Jubiläum einen würdigen Rahmen verliehen. Ich bin stolz drauf, dass wir das gemacht haben, vor 25 Jahren.
Und wir feiern das natürlich auch mit großem Enthusiasmus hier heute. Und wir wollen auch einen zweiten Teil in Thüringen machen, im September im Landtag. Auf Einladung der Landtagspräsidentin werden wir diesen Thüringer Teil nochmal machen und werden die Gäste aus Schlesien und aus anderen Bereichen Polens dann erwarten bei uns, um uns nochmal zu vergewissern, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Doch bevor es im Herbst nach Erfurt geht, hat der VDG auf dem St. Annaberg die engagiertesten Menschen dieser Partnerschaft geehrt. Und zwar mit Ehrentafeln, Ehrennadeln und Dankschreiben. Zu den Ausgezeichneten gehören sowohl Vertreter des BDV in Thüringen, als auch das Ehepaar Mantai oder der Maler Helmut Bednarek, sowie der langjährige Geschäftsführer des VDG Joachim Niemann. Damit sind wir am Ende der Sendung. Uns gibt es wieder in einer Woche. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.